Ja, man muss ja erstmal sehen, wie viele Unfälle heute passieren, wo Menschen Auto fahren. Und eins ist absolut sicher, und da gibt es keinen Zweifel, das wird auch niemand in Zweifel ziehen: Wenn der Computer das Auto fährt, wird es weniger Unfälle geben. Schön, dass ihr dabei seid, eine neue Folge Robin TV. Ich stehe hier auf dem Stand bei Byton. Wir stehen vor dem K-Byte. Neben mir ist Carsten Breitfeld. Schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ihr hier seid und euch für uns interessiert. Ja, sehr interessieren wir uns für euch. Ja. Und wir wollen ein bisschen mit euch jetzt über, oder auch mit Carsten, über autonomes Fahren reden. Ja. Elektrisch ist ja eine Sache, da haben wir schon viel drüber diskutiert. Aber so eine Sache, die mich persönlich absolut fasziniert, ist, in ein Auto zu steigen. Dem Auto zu sagen, wo ich hinfahren will, und das Auto fährt mich einfach dorthin. Ein absoluter Traum der Mobilität, der eigentlich schon gefühlt seit Jahrzehnten im Prinzip in den Köpfen der Menschen ist, der jetzt kurz vor der Realität ist. Wie weit sind wir noch entfernt vom autonomen Fahren? Ja, nicht mehr so wahnsinnig weit. Also die ersten Schritte, die gehen jetzt los. Wenn wir mit dem M-Byte dieses Jahr in Serie gehen, dann werden wir ein sogenanntes Level 3 autonomes Fahrsystem haben. Level 3 heißt, das arbeitet auf Highways gut, es fährt autonom. Man muss aber zu jeder Zeit immer noch mal in der Lage sein zu übernehmen. Da gibt es dann eine Vorwarnzeit, vielleicht 30 Sekunden, dass man wieder übernehmen muss. Wenn man aus irgendwelchen Gründen dazu nicht in der Lage ist, dann hält das Auto einfach an. So, das richtige autonome Fahren, das nennen Experten dann Level 4. Das wird noch ein bisschen länger dauern, aber auch da werden wir so erste Applikationen in bestimmten Gegenden in 2021 sehen. Und unser K-Byte, der ist technisch dafür vorbereitet. Und man sieht ja so ein bisschen hier, dass das etwas strange aussieht. Das sind Sensoren und das sind die Dinge, die man braucht, um autonomes Fahren Realität werden zu lassen. Die sehen nicht nur strange aus, sondern wie ich ja von eurem Designchef weiß, von Benoit, sind die sogar hier richtig, richtig stylisch in das Design eingebaut. Also auch so eine Sache, ne? Also ich finde diese autonom fahrenden Kameras und Sensoren, die überall draufhängen, die sehen voll oft richtig hässlich aus. Die machen die Autos richtig kaputt vom Design. Das finde ich natürlich schon mal richtig genial, dass ihr gleich schon sagt, okay, die Sensoren sind ein Teil sozusagen dieses Aussehens, des Designs des Autos. Das ist ein Teil des Bildes des Autos der Zukunft. Und deswegen bauen wir das richtig sogar, naja, sehr deutlich in das Bild, in das Design ein. Das finde ich einfach richtig klasse. Ja? Gefällt es dir auch? Ja klar, das ist ein ganz wichtiges Element, weil Design ist ja mehr als schön aussehen. Design ist eine Sprache, die hat Elemente. Wir nennen das Design Semantik. Wenn man sich heute Autos anschaut mit Verbrennungsmotoren, dann haben die eine Semantik über Auspuffrohre zum Beispiel. Wenn ein Auspuff dran ist, nicht so toll, zwei, schon gut, vier, richtig super. Ne? Oder wenn man von vorne schaut, so eher Lufteinlass. Ne? Wenn der richtig groß ist, heißt das, da ist ein richtig fetter Motor dahinter. Das sind alles Elemente, die man in Zukunft jetzt nicht mehr verwenden kann. Und wir sagen ja so, Horsepower becomes Data Power, ne? Und Better Driving becomes Better Living. Das heißt, wir brauchen eine neue Sprachelemente, die zeigen, die differenzieren und sagen, ich bin connected und ich bin intelligent. Und Sensoren sagen etwas über Connectivity aus und Sensoren und Antennen sagen auch was über Intelligenz aus. Ja. Und das heißt, da entstehen jetzt neue Designelemente. Viele Hersteller versuchen, solche Sensoren zu integrieren und zu verstecken, nach dem Motto, dass sie jetzt das schöne Design nicht stören. Aber wir haben eine ganz andere Philosophie. Wir glauben, dass das die neue Sprache ist, die man entwickeln muss. Und wir sehen jetzt hier eine Idee, wie man sowas machen kann. Es gibt natürlich auch andere. Also statt, hey, guck mal, ich habe noch einen vierten Auspuff, guck mal meinen geilen neuen Sensor. Genau. Ich habe noch zwei mehr. Ne? Ja, genau. Und die sind noch größer. Ja, genau. So, also das ist schon mal eine super Sache. Und jetzt sag mal, wie muss ich mir das vorstellen? Was heißt denn dann Level 4? Wenn ihr denn 2001, lass uns mal in das Jahr 2021 hüpfen. Jetzt bin ich in einem Level 4 autonom fahrendem K-Byte. Was bedeutet das für mich? Wie sieht das dann in der Praxis aus? So, Level 4 heißt, es ist immer noch ein Lenkrad da und man auch noch Pedalen und man kann auch selber fahren, aber das Fahrzeug kann die Fahraufgabe komplett selbstständig übernehmen. Das heißt, man kann sich absolut darauf verlassen, dass es einen von A nach B bringt. Und jetzt ist das natürlich immer so eine Definitionsfrage, was meint man damit? Soll das überall auf der Welt unter allen Bedingungen funktionieren? Da haben viele Leute diesen Traum und diese Vision, das wird nach meiner Sicht niemals passieren. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, dass das in bestimmten Umgebungen, klar definierten Umgebungen, so in sogenannten, wir nennen das so Pilot Areas, wo so ein paar Randbedingungen gegeben sind, die digitalen Daten sind präzise vorhanden, die Konnektivität, also eine Netzabdeckung ist schnell und stabil vorhanden und vielleicht ein definiertes Gebiet, wo das System auch getrained, also wo es lernen kann und trainiert werden kann, ja, unter ganz definierten Randbedingungen. Das sind so Sachen, die werden wir 2021 sehen und in solchen Umgebungen, und die werden natürlich in großen Ballungsräumen
Ausstellungsräumen zuerst stattfinden, kannst du dich da reinsetzen und dann sagst du, wo du hin willst. Und dann relaxst du und wirst dort abgeliefert, wo du hin willst. Also im Prinzip wie ein Chauffeur, wie ein Taxifahrer. Korrekt, ja. Der Computer fertig. Und vom Prinzip kann der das besser und sicherer als jeder Taxifahrer am Ende des Tages dann machen. Das sagst du jetzt so und das sehe ich genauso. Und wenn man sich natürlich mit der ganzen IT beschäftigt, dann weiß man, dass eben Computer weniger Fehler machen. Das ist ja Fakt. Es gibt trotzdem ganz viele Menschen da draußen, die Angst davor haben. Oder ich habe jetzt lustigerweise hier in Las Vegas mit einem Uber-Fahrer gesprochen und habe das, ich erzähle das natürlich jedem. Ja, ich muss ja jedem diese Message rausbringen und warnen die auch immer, dass in 10 Jahren ihr Job sehr gefährdet ist, wahrscheinlich, wenn nicht sogar schon früher, dass sie sich schon mal umschulen und so. Und dann kommt immer wieder die Frage, yeah, but what is if a crash is happening? So, was passiert also, wenn ein Unfall gebaut wird? Wie geht ihr damit um? Ja, man muss ja erstmal sehen, wie viele Unfälle heute passieren, wo Menschen Auto fahren. Und eins ist absolut sicher und da gibt es keinen Zweifel, das wird auch niemand in Zweifel ziehen. Wenn der Computer das Auto fährt, wird es weniger Unfälle geben. Ohne jede Frage und zwar deutlich weniger. Wir gehen davon aus, dass das um 80% etwa reduziert werden kann. Natürlich wird es noch welche geben, weil manchmal gibt es einfach physikalische Konstellationen. Da kann auch aus physikalischen Gründen ein Computer das nicht verhindern. Genau. Damit wird man umgehen müssen. Heute akzeptiert jeder die Situation. Heute akzeptiert jeder, dass wir in Deutschland, weiß ich nicht, um die 3.000, glaube ich, Verkehrstote haben oder ein bisschen weniger. In China mehr als 100.000 jedes Jahr und weltweit sind es mehr als 1 Million. Das akzeptieren wir heute. Ja? Diese Zahl wird, wenn diese Technologie kommt, dramatisch reduziert werden. Wir werden weltweit von 1 Million auf vielleicht 200.000 dann runtergehen. Menschen haben allerdings ein Problem damit, wenn jetzt ein Computer einen Fehler macht oder vielleicht hat er noch nicht mal einen Fehler gemacht. Vielleicht ist er einfach nur in einen Umstand verwickelt, wo er auch nichts dafür kann. Das werden wir lernen müssen. Ein schönes Beispiel ist verbrennungsmotorische Autos mit Benzintanks. Da setzt sich heute jeder rein. Da sieht man überhaupt gar kein Problem dann. Wenn man nach einer Risikoanalyse heute entscheiden müsste, wenn es keine Benzinautos gäbe, wenn man nach einer Risikoanalyse heute entscheiden müsste, ob man Entwicklung von Benzinautos startet oder nicht. Kein Mensch würde das jemals tun. Ja? Und ich weiß auch nicht, wie viele davon jeden Tag abbrennen. Das sind schon einige. Aber das ist okay. Also nein, das ist natürlich nicht okay, aber es wird von den Menschen akzeptiert, ja. Ja? Weil die gefühlte Sicherheit halt wahnsinnig groß ist, sodass das Risiko verschwindend gering ist. Und das ist ein Prozess, durch den wir hier genauso durch müssen. Natürlich müssen wir gucken, dass wir das so sicher wie möglich machen in der Entwicklung, dass wir es so sicher wie möglich in dem Serienprodukt machen. Und da die Menschen werden durch einen Gewöhnungsprozess da durchgehen am Ende. Aber am Ende wird jeder sehen, das ist ein Riesenfortschritt für einen selbst, weil der persönliche Sicherheitsfaktor steigt massiv und auch für die ganze Gesellschaft, weil die Anzahl der Verkehrstoten, die Verkehrsstaus, Verschmutzung natürlich, weil es elektrisch ist sowieso, das wird sich alles dramatisch reduzieren. Ja. Und dann gibt es noch einen zweiten Aspekt, was auch kommt als Trend ist, was wir Shared Mobility nennen. Weil Fahrzeuge werden heute zwischen 3 und 5% ihrer Zeit verwendet. Die restliche Zeit stehen die rum. Sie stehen rum, kosten Geld und belegen wichtige und wertvolle Verkehrsflächen. Ja. Und wenn man in Shanghai oder in Peking oder in Los Angeles unterwegs ist, dann sieht man, da ist eigentlich kein Platz mehr für noch mehr Autos. Da sind schon genug, das steht eh meistens. So. Das heißt, wir werden einen absoluten Trend dazu sehen, dass wir Flotten von Fahrzeugen sehen, die im Shared-Betrieb unterwegs sind, so wie das heute bei Uber und Didi ansatzweise schon so ist. Und jetzt bringen die Fahrzeuge aber technische Eigenschaften mit in Zukunft, die man heute nicht hat. Zum Beispiel diese großen Bildschirme, diese tolle User Experience, eine Face Recognition Kamera. Wenn man sich also in so ein Auto reinsetzt, wird man als User erkannt. Das persönliche Ecosystem wird runtergeladen. Also man nutzt ein Shared Mobility Vehicle und dann ist das Telefon sofort, sein eigenes Telefon connected, seine Musik, seine Videos ist da. Dein persönliches Ecosystem ist um dich herum. Egal, ob du es 10 Minuten verwendest, eine Stunde, ein Wochenende oder eine Woche. Ja? Und das sind so die Dinge, die das befeuern werden. Und wenn man das jetzt noch mit autonomem Fahren verbindet, dann stellt sich vor, man betreibt Flotten solcher Fahrzeuge. Die Leute finden das klasse, weil sie sich reinsetzen und es ist ihre Umgebung. Und jetzt müssen sie gar nicht selber fahren, sondern der Computer übernimmt das. Aber sie zahlen dann praktisch für diese Rides, wie man das heute bei Uber und Didi auch macht, dann steckt dahinter ein gigantisches Geschäftsmodell auf. Das heißt, da liegt das Business der Zukunft aus meiner Sicht, aus unserer Sicht und das ist eigentlich so die strategische Kernperspektive, wo Biden hin will.
Wer ist denn dann ein Flottenbetreiber? Sucht ihr euch dann Partner, zum Beispiel irgendwelche Autovermieter oder sowas? Oder wollt ihr wirklich die Autos alle selber auf die Straße stellen und den Leuten dann zur Verfügung stellen? Das ist ein Businessplan, den wir im Moment jetzt noch versuchen, sagen wir mal, zu finalisieren. Da gibt es verschiedene Optionen. Wir könnten natürlich hingehen und sagen, wir machen alles selber. Wir machen noch eine App jetzt, wie die Uber sie hat. Wir betreiben die Flotten komplett selber, machen das Fleetmanagement. Aber das ist eine Riesennummer. Es kostet viel Geld, dauert lang, vielleicht nicht der beste aller Ansätze. Man kann andere Unternehmen kaufen, man kann Startup-Unternehmen kaufen, die sich mit sowas befassen. Aber, wie du sagst, natürlich wäre ein interessanter Ansatz auch, die Player, die es heute gibt, zusammenzubringen. Weil die Logistik, die haben Unternehmen wie Uber heute. Flottenmanagement, das können Autovermieter heute. Man muss ja gucken, dass die Dinger sauber sind und gewartet werden und diese ganzen trivialen Geschichten. Und da muss einer das richtige Produkt mitbringen, das können wir sein. Also man kann sich sowas absolut vorstellen. Okay, dann Partnerschaften und so weiter. Und jetzt haben wir ja ein bisschen darüber gesprochen, über das autonome Fahren. Nur mal, um dann mal in den zeitlichen Horizont zu gehen. Den beiden M-Byte, den ihr als erstes rausbringt, der wird ja jetzt ab Ende des Jahres, geht in die Produktion, kommt dann erst in China, wird dann ab 2020 auch irgendwann Europa, Nordamerika auftauchen. Da sind wir ja noch auf Level 3, also noch nicht auf dem, was wir unter autonomen Fahren wirklich verstehen, sondern ein bisschen so auf den Fahrassistenzsystem. Sag mal 2021, wer weiß, vielleicht wird es auch 22, werden wir dann sehen, wird es dann eben praktisch auf das Level 4 gehen. Du kannst uns vielleicht mal ein bisschen so einen Horizont geben. Was kommt denn danach? Ich habe auf eurer Pressekonferenz ja gesehen, dass ja schon, glaube ich, für 2025 oder 2024 irgendwie so ein drittes Modell angedeutet. Vielleicht kannst du uns ja mal ein Gefühl davon geben, wie geht es im autonomen Fahren da weiter und auch vielleicht bei euch, in welche Vision geht ihr da in den nächsten Schritt? Ja, also vielleicht nochmal so von der strategischen Richtung, je mehr autonomes Fahren und je mehr man auch diese Fahrzeuge vielleicht in Shared Mobility betreibt, desto extremer stellt sich ja die Frage nach der User Experience. Das heißt, die Leute haben ja dann wirklich die Zeit, in dem Umfang was zu tun. Deswegen ist konsequenterweise unser drittes Konzept, da kann ich jetzt noch keine Details nennen, weil das werden wir im Laufe dieses Jahres noch zeigen und das soll schon nochmal was Großes werden. Aber vom Prinzip bewegen wir uns in die Richtung, es wird auf der technischen Plattform sitzen hier, es wird größer sein, es wird ein Siebensitzer sein, irgendwo zwischen einem, es wird ein völlig neues Konzept sein, zwischen einem MPV und einem SUV angesiedelt wird, mit hervorragenden, einfachen Einstieg- und Ausstiegsmöglichkeiten und mit einer Variabilität im Innenraum, die man bislang in der Fahrzeugindustrie bei Weitem nicht gesehen hat und mit einer völlig neuen Generation, an der wir jetzt auch schon arbeiten, von User-Interface-Technologien. Das wird wirklich was ganz, 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 ganz Tolles und da könnt ihr gespannt drauf sein. Werden wir im Laufe dieses Jahres was dazu erzählen. Da werde ich dich dann wieder vor die Kamera zerren, wenn es dann soweit ist und es dann präsentiert ist und dich dann nochmal ausquetschen über Details. Ja? Sehr gut, ja, herzlich gern. Ja. Okay, aber das finde ich schon mal interessant, also ihr bekommt es ja mit. Ja? Also das finde ich auch super interessant, dass du das nochmal gesagt hast, dass das autonomes Fahren einhergeht mit dem Gedanken, was machen denn die Leute dann eigentlich die ganze Zeit in dem Auto? Und man merkt, ihr habt es ja auch hier präsentiert, euer User-Interface, man sieht es hier im Hintergrund, wir blenden es jetzt einfach für euch nochmal ein bisschen ein. Ihr geht voll auf alle Technologien, also Touchscreens, die ganzen Touchgeschichten, man kann mit Sprache, da arbeitet ihr mit Amazon, mit Alexa zusammen, um im Prinzip auch da auf Kooperationen zu gehen. Ist das auch ein Ziel in Zukunft von beiden? Weil ich habe auch mit Abe gesprochen, Abe Chen, der bei euch ja die Softwaregeschichten macht, wo ihr auch auf Third Party, also andere Entwickler eingeht, dass man sagt, man lädt auch immer noch mehr Menschen von außen ein, die an dem Ganzen mitgestalten, weil ich meine, Entertainment ist ein wichtiger Punkt. Ihr seid ja jetzt keine Entertainment Company, da stelle ich mir vor, da könntet ihr mit großartigen Entertainment Companies zusammenarbeiten in Zukunft, um wirklich da richtig viel reinzubringen in das Auto. Genau, ist natürlich der Plan, weil das ist von der strategischen Ausrichtung, wir schaffen eine Plattform und diese Plattform wird jetzt, die bespielen wir mit einem, wie wir das auf Neudeutsch schon sagen, mit einem Ecosystem, Digital Ecosystem. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, wie das englische, das deutsche Wort dafür ist. Aber natürlich machen wir das nicht selber. Wenn wir anfangen würden, jetzt den Content selber zu machen, dann wären wir völlig verloren. Sondern wir sind der Architekt dieser Plattform. Wir stellen die Schnittstellen bereit, dass wir externen Content da reinbringen können. Wir verhandeln die Businessmodelle, weil wenn einer was reinbringt und wir es zeigen, dann müssen beide da irgendwie ein Geschäft damit machen. Aber natürlich ist der Content komplett von Third Parties, also von außerhalb. Und das ist ja genau die Differenzierung. Je ausgefeilter, je umfangreicher dein Ecosystem ist, je mehr Content du reinbringst, desto attraktiver ist das für die Leute. Das heißt, wir sind der Architekt und der Manager der Plattform und diejenigen, die versuchen eben jetzt so viel wie möglich Content von außen da hineinzubringen. Und da ist Amazon Alexa jetzt wirklich nur der erste Schritt. Wir haben eine Integration
von Huawei für Gesundheitsdevices und mit Tencent für WeChat in China. Das ist ganz wichtig, sind wir da unterwegs und. Da gibt es eine ganz lange Liste von Partnern, die wir da im Moment implementieren. Wow, ihr seht also, da passiert richtig, richtig viel. Vielen Dank, lieber Carsten, für diesen Ausblick, einen Blick in die Zukunft, die aber nicht mehr weit entfernt ist, wie man hier auch schon sieht. Die Zukunft ist jetzt oder sehr bald auf jeden Fall. Genau. Und wir sehen uns bald wieder. Schreibt bitte noch eure Fragen, eure Kommentare unterhalb des Videos. Abonniert natürlich fleißig den Kanal und dann sehen wir uns in Zukunft bald schon wieder. Danke dir, Carsten. Bis bald. Ciao.